Fabian Frey hat die ersten 7 Jahre seines Lebens kein Wort gesprochen. Erst spät kam die Diagnose Autismus. Seit 5 Jahren arbeitet er im Tropenhaus Frutigen, ursprünglich tageweise. Inzwischen ist er zu 90% voll integriert im Hausdienst angestellt, ohne Sonderrechte. Auch die 9 verschiedenen Störarten zu füttern, gehört zu den Aufgaben des 29-Jährigen. Überall einsetzbar und Garten, viele Pflanzen und Sommer und Winter. Winterenden aussen für Schnee, drinnen schön warm. Ja. Es ist sehr angenehm, mit Fabian zu arbeiten. Er ist immer motiviert, ist zuverlässig. Er kennt sämtliche Bereiche, er kennt die Fischzucht sehr gut, er kennt auch den Garten sehr gut. Das Einzige ist halt, wenn es stressig wird, da kommt er an Grenzen. Ganz besonders gerne fährt er mit dem Stapler. Seit 5 Jahren absolut unfallfrei, wie sein Chef betont. 8 Jahre hat er vorher in einer Wohngruppe gelebt und dort eine IV-Anlehre als Schreiner gemacht. Fabian Frey fährt gerne Radrennen. Er traut sich inzwischen immer mehr zu, auch weil er Selbstvertrauen im Sport tankt. Genau das ist für Bruno Barth ein Ziel der Special Olympic Bewegung. Wir helfen damit, Inklusion voranzutreiben. Wir helfen Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie Selbstwert gewinnen und uns allen, dass wir Berührungsängste abbauen. Fabian Frey hat sich inzwischen den Traum einer eigenen Wohnung erfüllen können. Jetzt freut er sich auf die Summer Games Ende Mai in Genf.